Als die Zen-Mönche Bäume kleingezüchtet hatten, die bekannten Bonsai-Bäume, gingen sie daran, auch Tiere klein zu züchten. In dem Kloster Mikenwu in der Nähe von Gifu am Fuße des Berges Nogahakusan verstand man sich besonders gut in dieser Kunst. Das Kloster legte in einem großen Hof einen kleinen, ausgedehnten Garten an, in dem Bonsai-Hirsche zwischen Bonsai-Bäumen maßstabgetreu umherwandelten. Anfang des 19. Jahrhunderts starb die Kunst der Tierkleinzucht aus. Es fanden sich immer weniger Mönche, denen man diese Kunst anvertrauen konnte.